Neben mir steht der Herr Wurmann. Er ist der Leiter Verkauf von Villiger in der Schweiz. Und Herr Wurmann kann uns vielleicht ein paar Sachen zeigen, was es bei Villiger Neues gibt in diesem Jahr. Sehr gerne. Kann ich Ihnen zeigen? Wir haben hier eine limitierte Auflage von einem signierten Humidor von Heinrich Villiger. Mit einem ausgesuchten Gran Robusto Format Zigarre. Die gibt es in diesem Format nur im Zusammenhang mit dem Humidor. Der Grund für das Machen von dem Humidor ist, dass Villiger GmbH, also Deutschland, heute das 100-jährige Jubiläum feiern kann. Wir haben zwei Jahre zurück das 120-jährige Jubiläum gehabt und in Kombination mit der 1888 hat er die schöne Humidor-Kiste kreiert. Was ist die Auflage, wenn es limitiert ist? Für die ganze Gruppe sind es 1000 Humidoren. Die Schweizer alleine haben 100 Stück, die wir verkaufen. Und das verteilt sich dann auf die übrigen Länder, die mit tätig sind. Bei der Standard 1888 gibt es dort auch Neuigkeiten, neue Formate? Oder? Was wir bei Standard 1888 neu jetzt werden einführen, auch per Swiss Tabak, sind 1888 Mini Dominican. Das sind Zigarillo. Wirklich ganz mild Zigarillo. Und als Erweiterung, es ist nicht neu, ist bei der Zähnerkiste, dass wir die neuen Tubes werden bringen. Jetzt eine Frage zu der Mischung von der 1888. Dort weiss ich, habt ihr ja bei der Perla, glaube ich, im kleinsten Format. Steht drauf, dass es kubanische Tabak drin hat. Ist das Perla-Format? Und Perla-Format hat etwas Kubaner drin. Die, genau. Die ganz genaue Zusammensetzung ist, ja, ist mir nicht bekannt. Okay. Also meine Frage wäre jetzt, hat sie in der grösseren auch kubanische Tabak drin? Hat es auch drin. Was wir noch haben, ja, als Neuheit, ist natürlich unser Pfeifen-Tabak, 1888. Okay. Ah, das gibt es jetzt auch, ja. Genau, also 1888er, Pfeifen-Tabak in drei Sorten. Early Day, Englisch Mix. Mid Day, das ist mit Fruchtaromen angereichert, Pfeifen-Tabak. Und Late Night, das ist so mit Irish Whisky noch verfeinert, ist eine Flake-Art von Tabak, so dass man eigentlich für alle Tageszeiten und auch für alle Geschmacksrichtungen etwas abdecken.